und sein Sohn war verunglückt. Nachdem. Von einer Brücke gestürzt, sodass er im Krankenhaus gelegen, in einem Gipsbecken. Er konnte seinen Körper nicht rühren, er war auch nicht klar beim Bewusstsein und hat da schon ein Jahr gelegen. Aufgegeben, der zu sagen, da können Sie nichts machen, ist alles zerschmettert, ist nichts mehr möglich. Die Frau von dem Mann sagt zu ihrem Mann, er kam gar nicht mehr auf. Wie wäre das? Ihr hat die Kugel geholfen. In Brasilien wird sie nicht bestraft, die Kugel. Wie ist das? Ja, sagte, ich weiß nicht, wo ich den Finger, Finger heißt dieser Freund, nicht Daumen, Finger heißt er. Ich habe vorhin Namen nicht gesagt. Heißt Finger. Wo können wir den kriegen? Ich weiß nicht mal seine Wohnung. Ich weiß auch nicht, wo er tätig ist. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Und eines Tages treffen sich beide. Und da hat er von dieser, da hat die Frau, das heißt die Mutter dieses Kindes, hat jetzt eine Folie bekommen. Und er sagt, hier, eine Kugel, ich habe nicht so viel Kugel, ich gebe es nicht, stand nur ein Blättchen. Sie brauchen ihrem Sohn nichts sagen. Da sagt die Mutter, das versteht er auch nicht. Aber nehmen Sie das irgendwo ein. Dann hat man den Jungen das in Pyjama eingenäht, hingebracht ins Krankenhaus, angezogen, fertig. Als sie mit ihm das sprechen wollte, war nicht möglich. Aber sie hat ihm die reine Wäsche gebracht. Am nächsten Morgen kommt sie hin. Mutti, was soll ich noch hier? Liege ich nicht schon lange genug im Bett? Warum habe ich nicht gegessen? Gib mir doch was zu essen. Denn er hat ja kaum noch essen können. Und später, kurze Zeit darauf, Mutti, ich bleib nicht hier drin. Aber warum soll ich in meinem Bett liegen? Er bewegte seinen Körper aus dieser Schale heraus und stand wieder auf eigenen Füßen. Und dieser Freund Finger, nicht der Vater mit seinen Fingern, sondern der Freund, hat ihn nachher in seinen Betrieb aufgenommen und er ist heute wieder ein vollwertiger Mensch. Nun brauchen Sie es nicht glauben. Sehen Sie, das ist die Frage, die übrig bleibt. Muss ich, was Sie persönlich nennen, immer dabei sein? Muss mein Körper anwesend sein? Muss der Name meines Körpers fallen? Ich sage nein. Und so bekomme ich das täglich bestätigt, was an weiteren unserer Mitmenschen schon geschehen ist. Ich mache das nicht schmackhaft. Machen das aber auch nicht leicht. Denn Sie sollen ja selbst zur Erkenntnis kommen. Und so Sie zur Selbsterkenntnis, wenn Sie da angelangt sind, und dann haben Sie viel geschafft. Und dass Sie das Selbstvertrauen und den Glauben haben. Und auch können Sie jetzt glauben, überzeugen Sie sich aber davon, dass auch Sie dann Ihren Nächsten helfen können. Und dieser Freund, der nach Brasilien ausgewandert, war ja selbst ein Wracker. Er kam in einer Wohnung beim Wracker. Und nützte den Platz, er wusste gar nichts von Gröden, nichts. Er war aber ein Wrack. Ist ein Vertriebener aus der Tschechei und er konnte kaum noch schaffen. So abgebrackt war sein Körper und er sitzt da und plötzlich dehnt sich die Brust so, dass es Helmbaldplatz ist. Es war noch weiter wie dieses, wie meines ist. Und doch war das nachher ganz stramm an seinem Körper, so schwoll der Körper und sagt, was ist das? So dass dieser Freund dabei ihm dann sagte, ja, das ist ja kein Wunder. Sie sitzen da auf dem Platz, wo unser Freund immer sitzt. Wo soll ich dir vorhin? Sagt er, was ist das? Wer ist das? Na so und so. Ja. Von da ab war er frei und von da ab konnte er auch ins Ausland auswandern. Sonst hätte er das dann nicht ertragen können. Und wird gleich zum Helfer, zum wirklich wahren Diener Gottes. So kann man Menschen helfen. Aber erst brauchen sie die Hilfe.
Jetzt müssen Sie Erfahrungen am eigenen Körper sammeln. Und so Sie es sagen, ist gut. Sonst hätte ich Ihnen schon etwas geschickt. Ich habe nicht vergessen. Ich habe nicht vergessen. Nein. Aber erst müssen Sie ja soweit sein. Ich bin ganz gesund. Wenn Sie nachher noch Zeit haben, können wir noch sprechen. Achso, dann muss ich noch eine Kugel holen. Und wer hat noch keine? Das ist heute billig, ne? Meine, Ihre geben? Ja, danke schön, habe ich auch mal. Die kriegen Sie aber nicht wieder. Die kaufen Sie nicht, ne? Hm? Ach, jetzt verstehe ich, deswegen brauche ich auch keine mehr. Aber wer hat mir mal eine gegeben? Wer hat mir mal eine gegeben? Aber Sie werden sie noch brauchen. Wir sprechen. Es ist eine Kugel, nicht eine Kugel, mit der man Menschen töten kann, mit der man Böses tun kann, sondern es ist eine Kugel, die grundsätzlich gegen das Böse steht, die das Böse nicht annimmt. Da haben Sie nur den Schutz gegen das Böse. Hm? Bitte. Für meine Jungs. Und auch noch ein Sieger. Na ja, na ich doch nicht. Na gut. Ich glaube, ich nur ganz klein. Freunde, ich will Sie nicht verwählen. Das darf nicht sein. Das nützt, Moment, das nutzt gar nichts. So Sie was verlangen. Wenn Sie mich in Zukunft so belassen, ich gebe schon jedem immer das, was und wie er es braucht. Das ist besser. Sonst versteifen Sie sich nur auf die Kugel. Und das ist dann nichts. Sie wollen ja mehr als die Kugel. Ja? Aber ich komme ja dann alleine dazu, sonst nehmen Sie mir ja alles vorweg. Und dann ziehen Sie überhaupt keine Lehre daraus. Ich greife manchmal so in der Tasche oder irgendwo hin, wo nicht was, sondern das ist, was der Mensch braucht, und gebe ihm das. Ich habe ihm nichts gesagt und er hat es mir gesagt. Er hat es mir gegeben. Aber Sie sollen mir das doch nicht vorwegnehmen. Bitte. Ich? Ja, ja. Dankeschön. Und Sie haben alle jetzt. Alle mit Kugeln versorgt, sodass Sie alle gegen das Böse stehen können. Bitte. Ich bin gar nicht so dumm. Aber ich muss Sie gleich belehren, so Sie doch einen Fehler gegeben. Es wäre falsch, wenn ich Sie nicht dahingehend belehre. Und nun, liebe Freunde, damit wir alles gleich so ganz auf das Tonband haben, richten wir uns heute nochmal an so ein technisches Wunder, und dass wir das Band noch so voll bekommen, das heißt, oder all das mit aufs Band heraufbekommen, wie das es auch da sein Ende hat. Bloß bei uns wird es nie ein Ende haben, das hört nicht auf, das ist erst der Anfang. Ja? Und nun glaube ich, dass Sie mich richtig verstanden haben. Und ich glaube, dass Sie das Gute auch für sich zu werten wissen. Und ich glaube auch, dass Sie da dann, so Sie, sich selbst so viel wert sind, dass Sie an sich arbeiten, dass Sie dieses Wertvolle dann auch zu schätzen, wie zu schützen wissen, um es Ihren Nächsten geben zu können. Und damit will ich mich heute, jetzt von Ihnen verabschieden, mit dem einen herzlichen Wunsch, dass Sie, so Sie hier an sich selbst tätig sind, mit vollem Erfolg gekrönt werden. Ich wünsche Ihnen allen viel Glück und Gottes reichen Segen. Amen. Sich selbst dienen heißt Gott dienen. Nochmals alles Liebe, Gute, auch für Ihre Nächsten.
Gott besitzt es. Alles Gute. Herr Gröning, heute darf ich wieder einmal Ihnen danken für all das, was Sie uns heute Abend wieder gegeben haben. Uns bleibt nun den Worten nachzugehen, die Worte, die wir heute Abend gehört haben, die Tat umzusetzen und sie zu leben. Erwarten wir in unserer unheilvollen, spenderischen und zerrissenen Zeit nicht das Heil von außen. Schaffen wir es in uns selbst. Wir müssen es selbst erwerben, um es zu besitzen. Es ist nicht draußen, da sucht es der Tor. Es ist in dir, du bringst es ewig hervor. Und so, in diesem Sinne, müssen wir und wollen wir an uns arbeiten, die tägliche Gewissenserforschung, um es einmal im üblichen Sinne zu nennen, die tägliche Selbsterkenntnis, die tägliche Pfeile an uns anzulegen, an den Unebenheiten unseres Wesens. Dann